Willkommen auf dem Kanal von Melniboy MTG. Leider bin ich wieder schwach geworden. Zendikar Rising Collector Boosters. Ich habe mir ein Display gegönnt noch. Schauen wir. Vielleicht haben wir ein paar gute Boxstopper dabei. Und natürlich sind die Karten im Set auch nicht schlecht. Aber alles weitere gibt es noch Intro. Bis gleich. So, lasst den Unboxing-Spaß beginnen. Genauer gesagt, 12-mal Unboxing-Spaß. Ja, eigentlich 14-mal, wir haben ja zwei Boxstopper. Die werden wir mittendrin machen. Aber wir starten mit einem jetzt und einem in der Mitte, machen wir so. Ein Boxstopper sofort. Ich habe gerade gedacht, die Karte ist ja beschädigt, dabei ist es die Hülle vom Booster. Polluted Delta, nice. Oh, Bibi Feiner Pool. Sehr hübsch. Die nehmen wir auf der Seite dabei. Und nehmen wir unser erstes Booster. Wir starten. Commons. Die sind mittlerweile, glaube ich, jeden schon bekannt. Ein wunderschönes Plains. Ein Skyclave Relic in Full Art. Soulshatter in Voll. Dann Prowling Felidar und den Lagak. Die sind eher uninteressant. Scootswarm. Dann noch ein Lagak in Foil. Und Inscription Inside. Ein Angel Doppel. Erstes Booster war mäßig. Wir werden uns steigern. So, Forest. Agadeems Awakening. Top Flipkart, diesmal in Non-Foil Full Art. Sehr schön. Glasspool Mimic. Dann haben wir da die zwei uninteressanteren Karten. Also kann man ankommen. Nehmen wir die Folie auch dazu. Dann Crackdown Pathway. Full Art Non-Foil. Die Sky Cat und Copperline Gorge Foil. Cool. Leider nicht. Also leider keines von die Top Expeditions, aber in dem Fall wird die auch in einigen Formaten gespielt. So. Wir machen weiter. Mountain. Squad Commander Full Art. Der Ordat. Dann die zwei kann man ankommen. Dann ein Omnath. Prowling Felidar und ein Kagan Imitator in Foil. So, also ein mittelmäßiges Booster. Weiter geht's. Negate mit einem richtig coolen Artwork, muss ich sagen. Schaut in Foil richtig gut aus. Island, der Ordat in Full Art, Akiri in Foil, die zwei kann man ankommen, Skyclave Shade, okay, und am Ende noch ein Tabarax, auch nice. So. Swamp, Inscription of Ruin. Ja, da auf die Grüne wird nämlich was gespielt. Crawling Barrens findet man überall wieder mal. Dann Lotus Cobra
im Alternate. Und, sehr schöne Karte. Also, einerseits ist er vollmütig, in Full Art und in Foil auch noch dazu. Also, Full Art. Richtig hübsch. Okay. Das ist ein guter Pull. Gutes Booster gewesen, sehr gutes Booster. Bin schon gespannt, nicht mehr lange bis Kaltheim kommt. Immer noch nicht so viel gespoilert bis jetzt. Also ich habe mir nicht alle Spoiler angeschaut, die es gibt. Drainer. Archpriest of Una. Dann ein Pathway. Upsi. Pathway. Auch ein guter Pull. Der wird momentan in diversesten Standard-Decks und Pioneer und Historic gespielt. Skyclave Aberration. Full Art Foil. Richtig coole Karte auch. Also wir steigern uns mit dem Puls. Und Plains. Tief, Kakophonie, dann die zwei, der Pillard, upsi, was gespoilert, Grove of the Burn Willows, schöne Karte, sehr schön, richtig cooles Artwork, auch ein Top-Pull, nachdem werden wir die zweiten Box dabei öffnen. So, Plains, Relic Robber, Maul of the Skyclays. Die beiden kann man ankommen. Ein Parfell, Axe, Master of Vines. Ist okay. Jetzt machen wir einen Box dabei im zweiten. Und Horizon Canopy. Also die zwei Non-Fail Boxstopper waren Exquisite, Polluted Delta und Horizon Canopy. Die zwei Foil, was drin waren, bis jetzt auch top. Ich glaube normalerweise sind zwei Maximum. Mit etwas Glück könnte der dritte sein. Dann schauen wir. Forest. Ruin Tief, Full Art, die Hydra, dann ein Chase, da habe ich was Gutes gesehen, zuerst ein Chase und dann mein Lieblingsland in Foil, oh. Also vom Artwork her ist eines meiner Favorites aus dem Set, Riverglide Pathway und hinten ist der Lavaglide Pathway, wow, extrem schön. So. So, ein Mountain. Dann haben wir den Maul of Skyclave, Full Art. Seagate Stormcaller, Foil. Zwei Non-Foil. Needle Verge Pathway. Das sieht auch cool aus. Dann. Pipi Fein. Drei Foil sogar drinnen. Bloodstained Mire. Boah, die schaut cool aus. Vor allem der Border kommt richtig sick auf der Seite mit dem Schwarz-Rot. Wow. Wenn nicht genau, dass noch ein dritter kommt. Flashed. Perfekt. Also freut mich umso mehr. Da haben wir einen Swamp. Upsi, Kakophonie. Clearwater Pathway. Malakut Exploration. Und Legion Angel. Hat auch ein wahnsinnig cooles Artwork da, finde ich. Auf dem Full Art kommt man noch viel besser, weil er viel größer ist. Und das letzte Booster für heute. Dann haben wir die Booster
Ribsucht wieder für eine Zeit befriedigt. Ich hoffe, ich konnte eure auch so weit befriedigen. Nighthawk Scavenger. Salgas. Dann noch ein Riverglide Parfait, Non-Foil. Und ein Beast als Finisher. Aber hier kann man sich nicht beschweren. Eine richtig gute Pulse. Und vor allem die Ausbeute an Expeditions ist extrem gut geworden. Wow. Vielen Dank. Das war's für heute. Ich hoffe, wie immer, euch hat es wieder gefallen. Bitte abonnieren, liken, teilen. Und ja, Vorfreude auf Kaltheim ist ja da. Dauert noch circa 2 Wochen, würde ich sagen. Dann können wir endlich Kaltheim rippen. Und schauen wir, was das Set ergibt. Ich spoilere mir nicht alle Karten, weil am meisten Freude habe ich über erste Booster, dann also die ersten Booster öffnen und dann einiges drinnen sehe, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Gut, das war's für heute und man sieht sich im nächsten Video. Ciao.